So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen damit zu einem neuen Video der Quad-Familie 31. Ihr seht schon, ich bin in der Natur. Wir müssen den Tag heute rot am Kalender markieren. Pascal bewegt sich draußen und das freiwillig. Und zwar heute wieder ein bisschen anderes Video, weil unsere Ersatzteile für die GoPro, also ich filme hier zwar mit der GoPro, aber sonst haben wir ja immer so ein Media-Mod darum, dass wir halt auch das am Helm verkabeln können. Der ist leider noch bei GoPro und wir warten darauf, dass sie den uns schicken. Ich filme hier mal so ein bisschen rum, weil es ist heute mega schön hier. Also es sieht richtig schön. Die Sonne kommt nochmal raus. Nächste Woche soll es kalt werden, also nutzt nochmal das Wetter aus und fahrt noch eine Runde. Das heutige Video beschäftigt sich damit so passend zum Saisonstart. Also erstmal an dieser Stelle, ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Quad- und Motorradsaison gekommen. Fahrt alle vorsichtig. Macht's wie ich, zieht euch eure Schutzkleidung an, außer die Schuhe, die sind Style. Ich wünsche euch eine tolle Saison 2021 in der Hoffnung, dass wir bald wieder alle zusammenfahren können. So, und jetzt erst guckt euch mal das Intro an und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und zwar ist das heutige Thema, was nimmt man eigentlich auf so eine Quad-Tour mit? Gerade wenn man jetzt größere Touren fährt, wenn man seine ersten Touren fährt. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wir haben unser großes, dickes ATV, die Crossland, immer bei uns mit in der Tour. Und da auch die beiden dicken Koffer dran. Und darum geht's heute. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Quad-Familie 31. Heute bin ich mal alleine. Und zwar, weil der Rest noch arbeiten ist oder einkaufen und unterwegs. Aber das soll uns nicht stören, weil wir heute als Thema haben, ich packe meinen Koffer. Und ich denke mal, wenn wir alle fünf hier jetzt auf einmal loslegen, dann wird das ein bisschen Kuddelmuddel. Und zwar, ich packe meinen Koffer ist heute unser Thema. Wie ihr alle wisst, wir haben ja bei der Crossland zwei Koffer, und zwar den vorne und den hinten. Man glaubt es kaum, aber ja. Vorne ist unser Servicekoffer und um den geht es heute. Der hintere Koffer, um das euch kurz zu erklären, da ist meistens eine Tasche drin mit unseren Regenklamotten und das, was wir halt sonst halt mitnehmen, trinken und alles andere. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich. So, warum machen wir dieses Video? Einfach aus dem Grund, weil die Saison hat angefangen, Leute. Saison 2021, es geht los und dieses Video richtet sich an euch, genau an dich, der da gerade sitzt, der sich gerade das Quad geholt hat oder ein Motorrad und sich denkt so, ja, was nehme ich denn eigentlich alles auf meine erste Tour mit? Genau, und dafür ist dieses Video und wir schnacken auch nicht lange, wir fangen direkt mal an und zwar mit Punkt 1. Punkt 1 ist bei uns die Haarbürste, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr den Helm absetzt und eure Haare sitzen nicht. Glaubt mir, ihr wollt nicht Dominik erleben, wenn er beschissene Haare hat. Wir sind froh, dass die Friseure wieder offen haben. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar ist das zweite, was wir haben, Handtücher. Einfach so Mikrofaserhandtücher, so Stoffhandtücher. Ist halt, wenn es geregnet hat aus Eimern, könnt ihr da mal eure Hände mit sauber machen. Ne? Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, Dreck auf dem Motorstaub oder wie auch immer, könnt ihr damit einmal drüber gehen. Oder übers Visier, wenn ihr das sauber macht. Das ist natürlich auch, ne, dafür halt sowieso. Deshalb auch Mikrofaser, damit ihr direkt den klaren Durchblick wieder habt. Glaubt mir, wäre es richtig bescheuert, wenn ihr eine richtig fette Wespe an eurem Visier zerflatscht habt und nicht euer Visier sauber machen könnt. Ich spreche da aus Erfahrung. Machen wir weiter. Also dazu gesagt, das ist so das, was wir vorstellen. Das sind so die Sachen, die wir im letzten Jahr vermisst haben oder dringend gebraucht haben. Die haben wir uns dann halt auch wirklich angeschafft und haben wir jetzt seitdem auch immer mit und wir sind auch froh, dass wir sie haben. Wie zum Beispiel diese Warnwesten.
Wenn du Motorradfahrer bist, interessiert dich das, glaube ich, relativ wenig, weil es dafür keine Pflicht gibt. Ich würde es dir trotzdem ans Herz legen. Für uns Quadfahrer, weil wir als PKW zugelassen sind, ist es allerdings Pflicht, egal ob VKP, LOFT, 3W, wie auch immer diese ganzen Zulassungen heißen und was sie aussagen. Ich blicke da selbst langsam nicht mehr durch. Auf jeden Fall müssen wir Verbandkasten und Warnwesten mitführen. Die Warnwesten hier, wir haben immer drei noch weiter mit im Koffer, einfach aus dem Grund, weil wir ja auch einen Sozius mitnehmen können. Wir haben drei Maschinen, also können wir auch drei Soziusse, wie auch immer, wir können auch noch drei Mitfahrer Minimum bei uns mitnehmen. Nee, Maximum. Naja, egal. Und dass halt auch unsere Beifahrer quasi immer mit einer Warnweste haben, weil die meisten, wir kennen es alle, wenn das Quad mal liegen bleibt, dann zu 100% nachts bei Hagel und minus 10 Grad. Definitiv, glaubt mir, Freunde, immer so. Machen wir weiter. Wir haben es eben gerade schon angesprochen, und zwar der Verbandkasten. Wir haben hier eine wunderbare 3-in-1-Kombination Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten. Ja, ihr müsst einen Verbandkasten bei eurem Quad mitführen. Warum das Ganze, könnt ihr euch wahrscheinlich selbst denken. Wir sind als PKW zugelassen und Erste Hilfe leisten ist verdammt wichtig. Wenn ihr sagt, ihr könnt kein Blut sehen, zumindest den Notruf wählen, das ist schon mal die halbe Miete. Wichtig ist natürlich, dass so ein Verbandkasten nicht abläuft, ne? Dass ihr darauf achtet, also nicht einfach einholen und ich gucke mal in 10 Jahren nochmal nach, ob der noch da ist, sondern auch immer mal gucken, ob der noch gut ist. Gerade wenn ihr jetzt bei Amazon bestellt oder so, guckt nochmal nach. Eigentlich dürfte es nicht passieren, aber guckt sicherheitshalber nach und kontaktiert zur Not euren Verkäufer. Und die müssen ja mittlerweile, aber schon seit längerer Zeit, müssen die ja so eine neue DIN-Norm haben. Wir packen euch den Link in die Beschreibung, den haben wir bei Toxic Time gefunden. Ehre geht nochmal da an dich raus, Toxic, dass du dieses Video dazu gemacht hast. Wir finden es auch mega wichtig. Und der Verbandkasten ist auch mega gut, weil er mega kompakt ist. Ihr müsst ihn nicht mal auseinanderklamüsern, dass ihr das an eurem Quad verstaut kriegt. Selbst ich kriege es vorne am Frontbumper bei meiner KYMCO Master 300 Supermoto befestigt. So viel dazu. Dann haben wir das erledigt. Ihr seht schon, ich habe hier die ganze Zeit so Küchenrolle. Es ist einfach, wenn ihr zum Beispiel Öl oder so habt, was euch daneben läuft, oder auch fürs Visier, wenn ihr wieder diese dicke Hummel habt auf eurem Visier, könnt ihr das auch damit halt sauber machen. Ist immer gut dabei zu haben und wenn ihr es als Taschentücher benutzt. Taschentücher habe ich übrigens auch immer mit im Koffer. Dann wunderbare Starthilfekabel. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mich hier noch sehen? Ja, ne? Wunderbare Starthilfekabel. Dies sind Starthilfekabel für Batterie zu Batterie, also nicht so ein Power Booster Pack oder wie auch immer die Teile heißen. Nein, das ist einfach für Batterie zu Batterie. Ist für 12 Volt geeignet, sind zwar noch relativ große Krokodilklemmen, aber es funktioniert. Also wir mussten sie leider schon öfters benutzen, weil Domix Maschine ab und zu mal Probleme gemacht hat mit der Batterie letztes Jahr. Wurde mittlerweile alles wieder repariert und sie läuft wieder 1A. Aber da haben wir die tatsächlich mal gebraucht und auch wieder da gesagt, sowas passiert zu 90% bei minus 10 Grad im Dunkeln. Also es war nicht minus 10 Grad, aber es war halt im Dunkeln und richtig super. Vor allem, wenn dann der Warnblinker nicht funktioniert. Deshalb waren wir es. Das kleine Teil haben wir uns daraufhin natürlich auch geholt. Das ist ein Batterietestgerät. Das könnt ihr an eure Batterie klemmen. Dann seht ihr euren Zustand der Batterie. Gerade nach dem Entwintern ist das ganz cool. Dann könnt ihr sehen, ist meine Batterie beim Start eigentlich noch okay? Ist sie sehr wenig geladen? Ist sie halb voll oder voll geladen? Und funktioniert meine Lichtmaschine überhaupt noch? Das könnt ihr mit diesem Teil sogar ziemlich gut. Also bei meiner Maschine funktioniert das wirklich 1A. Wirklich perfekt testen und ich will das Teil nicht mehr vermissen im Koffer. Machen wir weiter. Wir haben hier so eine wunderbare Krimskramskiste, wo wir so Sachen haben, die, wenn sie auslaufen, nicht den ganzen Koffer versauen sollen. Wie zum Beispiel Öl 10W40, das haben all unsere Maschinen.
Wie es dazu gekommen ist, weil ihr hier seht, Shell Advanced, das ist der teure Stoff, weil es von der Tankstelle ist. Wie es dazu gekommen ist, genauso wie das hier, das benutzen wir als Trichter für Öl. Es ist eigentlich für einen Benzinkanister, aber es funktioniert auch mega gut als Trichter für Öl. Also kleiner Lifehack am Rand. Wie es dazu gekommen ist, und zwar für alle Leute, die sich eine Aeon Crossland holen, die müssen jetzt ganz genau zuhören oder die sich jetzt eine neu geholt haben, ganz genau zuhören, weil das ist wichtig, schreibt am besten mit. Und zwar ist es bei der Crossland so, wenn eure Inspektion bald wieder ansteht, steht nicht im Tacho irgendwie Inspektion oder so, nein, sondern eure rote Ölleuchte geht an. Genau, wenn man sowas nicht weiß, dann erschreckt man sich schon ganz schön. Jeder, der in der Fahrschule halbwegs aufgepasst hat, der weiß, rot, Lampe, nicht gut, anhalten. So ist es bei dieser roten Ölkanne auch. Das haben wir natürlich dann auch gemacht. Wir waren in einer relativ, also in Anführungsstrichen, relativ großen Tour. Wir waren halt zu viert, wieder mit unserem Kumpel Flo. Und da ist auch dann diese Lampe angegangen. Er natürlich gesagt, hier, wir halten mal lieber an und gucken, was da los ist. Leider natürlich auch wieder zu einem Sonntag. Juhu. Also irgendwo die Familie Laumann mit Flo zusammen in der Butnik gelandet mit Ölkontrollleuchte und wir dachten uns so, fuck, wir haben kein Öl dabei. Genau, also nichtsdestotrotz haben wir uns dann auf den Weg gemacht, die Maschine, die noch fahren, also eine Maschine, die noch halt fahren konnte, ne? Logischerweise nicht die Crossland. Und haben Öl organisiert bei der nächsten Tankstelle, bei der Shell. Halt auch wirklich das für Motorräder und so geeignete. Fürs Auto könnt ihr nicht aufkippen, das ist nicht so gut. Aber guckt am besten bei euch im Handbuch nach, welches Öl ihr braucht. Wir hatten jetzt Glück, dass unsere Maschinen alle dasselbe Öl benutzen. Deshalb haben wir halt auch nur so einen Liter halt immer mit dabei. Kann man immer mal gebrauchen, selbst meine, die hatte mal zu wenig Öl und da kann man das dann halt gut aufkippen, ist nicht schlecht zu haben. So, machen wir dann mal weiter. Visierreiniger. Ganz wichtig, meine Freunde. Wir sind wieder beim Insekt. Ne? Bei der dicken Hummel ist ganz cool zu haben, auf jeden Fall. Kostet auch nicht so viel, ich glaube 4-5 Euro die Flasche. Und die hält ewig. Also definitiv. Also holt es euch auf jeden Fall. Ist mega cool. Dann unsere kleine Elektrotasche. Nochmal in Gefrierbeutel gepackt. Wegen wasserdicht und so. So zumindest halbwegs. Mit isolierbaren Kabelbindern. Und Ersatzsicherung in allen verschiedenen Stärken. Auch ganz gut zu gebrauchen. Weil es schnell passiert, dass man so eine Sicherung durchbrennt. Viel sprechen aus Erfahrung. Also wir meinen das ernst, wirklich alles, was wir haben, haben wir schon mindestens einmal gebraucht. Und es ist mega gut, das zu haben. Genauso wie so ein kleiner Schraubenschlüssel, weil man damit an versteckte Schrauben, wie zum Beispiel ein Lenkradschloss, richtig gut drankommt. Und hier halt das Bordwerkzeug von der Crossland. Ich glaube, alle, die ein Quad haben, wissen, dass so eine Bordwerkzeugtasche richtig schnell kaputt ist. Auch hier mit Zündkerzenschlüssel. Ich weiß, man kann jetzt sagen, also die Leute, die sich jetzt länger da mit dem Thema auseinandersetzen und auch größere Touren fahren, die haben dann schon andere Werkzeug, Bordwerkzeugtaschen mit und wahrscheinlich auch noch mehr wie wir. Aber für uns reicht es tatsächlich. Wir wollen ja nicht das Quad von an Ort und Stelle nochmal komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. So, Findungsstörung heute hier. Packt mal wieder alles zusammen. Denn ich habe noch ein kleines i-Tüpfelchen für euch mitgebracht. Ich schiebe das mal zur Seite. Und zwar habe ich mir eine Alarmanlage fürs Quad geholt. Und das passt auch gerade jetzt zum Koffer oder so, weil die könnt ihr auch zum Beispiel in euren Koffer legen. Ist von Abus eine Alarmbox, die total easy zu bedienen ist mit einem Schlüssel, wunderbar. Und
ist hauptsächlich zur Abschreckung da, also sie hat keine Schutzfunktion, ihr kriegt keine Nachricht aufs Handy, wenn jemand an eurem Quad war oder nicht, aber sie ist halt wirklich für alles einzusetzen, weil ihr sie einfach überall mit hinnehmen könnt. Ist ein bisschen schwer, also in der Handtasche würde ich sie nicht packen. Wie aktivieren wir das Ding? Wir drücken hier einfach auf den Knopf, dann fängt das Ding gleich an zu piepen. Genau, jetzt ist das Teil aktiviert und genau, ihr seht schon, das finde ich halt nicht so cool daran, weil ich kann es hier einfach so bewegen. Merkt ihr es? Das ist der kleine Warnton, wenn wenn sich jemand zum Beispiel auf euer Quad draufsetzt, dann ertönt der nur, ich deaktiviere das Ganze mal. Deaktivieren tut ihr, wenn ihr den Schlüssel reinmacht und einmal kurz dreht. Wenn sich jemand zum Beispiel aufs Quad draufsetzt, bei mir zum Beispiel, dann fängt es nur an so zu piepen und erst wenn jemand richtig dran rumruppt, dann geht sie richtig los und das ist dann ein 100 Dezibel lauter Ton, der 15 Sekunden lang geht und schreckt auf jeden Fall erstmal ab. Es verhindert natürlich nicht davon, dass euer Quad oder so geklaut wird, aber wenn ihr in der Nähe seid oder alle ringsrum, kriegen auf jeden Fall mit, dass sich jemand daran Zugang verschafft oder jemand daran rumspielt, der daran nicht rumspielen sollte. Also finde ich ganz cooles Teil. Ich habe das Ding nochmal in der Feldmark getestet. Das könnt ihr euch jetzt angucken. Wir sehen uns dann gleich zum Fazit vom Ganzen, weil ich noch ein bisschen was dazu zu sagen habe. Hier an dieser kleinen Stelle zeige ich euch die Alarmanlage, die ich mir jetzt letztens geholt habe. Es ist ein Versuch, es ist so eine Abus Alarmbox, die werden wir euch im Video auf jeden Fall nochmal erklären. Es ist ein Versuch, wie man sein Quad vielleicht sichern kann. Wir testen die gleich mal zusammen aus und hoffen, dass wir hier keinen stören. Ich habe mir extra eine ruhigere Stelle ausgesucht. Und zwar sehen wir uns dann gleich bei der Maxa. So, angekommen bei der Maxa, guckt euch diese Schönheit an. Ich habe sie extra nochmal sauber gemacht, obwohl ich sie schon wieder sauber machen könnte. Oh nein. Auf jeden Fall erstmal kurz den Blick genießen. Ihr seht schon, ich habe meine Sitzbank abgemacht, denn hier ist die Alarmanlage versteckt. Und zwar ein ganz, ganz kleines Ding, nämlich dieses hier. Das ist noch nicht final der Ort, wo ich das platzieren werde, aber ich denke mal, zum Testen reicht das. So, meine Freunde, da wurde ich jetzt gerade noch mal kurz von einer Fußgängerin aufgehalten. Die hat sich auch für das Quad interessiert. Ich finde das immer schön, wenn die Leute halt so auf einen zukommen und fragen, was ist das? Und man halt auch noch neue Leute für das Hobby begeistern kann. Aber wir wollen ja jetzt beim eigentlichen Thema weitermachen. Und zwar der Alarmanlage. Das ist eine Abus Alarmbox mit einem wunderbaren kleinen Schlüssel. Also ich habe sie jetzt erstmal hier platziert. Aber ich glaube, ich werde das nochmal ändern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hier lasse, weil ich das sehr leicht zugänglich finde und sehr auffällig. Aber ich bin noch am Überlegen. Es gibt ja hier noch viele andere Möglichkeiten, das Ding zu verstecken. Oh mein Gott, da kommen gerade Enten. Okay, also, wie aktiviert man das ganze Ding? Und zwar gibt es hier einen wunderbaren Knopf. Den drückt man einmal. Dann macht man das Ding hier zu. Ja. Das war schon, also das war, glaube ich, der Ton fürs Aktivieren, oder? Wir machen das, ja, hört ihr es? Das ist der Ton, wenn man nur ein bisschen das Ding nervt. Und wenn man dann ein bisschen mehr macht, hört ihr es? Scheiße. Junge. Und dieser Ton. Ah.
Oh, schnell mal deaktivieren. Und dieser Ton ist dann halt für 15 Sekunden. Und die Leute kommen nicht an euer Quad. Wir können jetzt mal gucken, weil ihr ja ein bisschen Zeit habt nach der Aktivierung. Wenn ich die jetzt hier aktiviere, habe ich hier, sorry, wenn ich euch jetzt ein bisschen rumschleuer, habt ihr hier ja ein bisschen Zeit. Ja, jetzt ist die erst aktiviert. Ich habe jetzt meine Sitzbank drauf. Und wenn ich mich jetzt beispielsweise, ich bin jetzt hier ein cooler Junge und setze mich hier einfach nur drauf, dann höre ich die schon. Also es klingt wie eine Kamera so, ne? Wenn ich jetzt hier so die Bremse lösen will oder so. Also der Platz ist noch nicht optimal. Es ist halt wirklich erst, man hört die Alarmanlage, also sie macht diesen Warnton auf jeden Fall. Aber erst wenn ich quasi wirklich so vier Männer und rein in den Bulli, wenn ihr das versteht, wie ich meine. So, dann geht sie halt erst los. Also sie ist mir noch ein Tucken zu nett, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich muss da nochmal gucken, vielleicht geht sie an einer anderen Stelle. Aber das war die Abus Alarmanlage und jetzt schalten wir mal zurück ins Studio. So, genau, und zwar diese Abus Alarmbox, ich finde die ganz cool und die geht ja auch dann los, wenn es wirklich ernst wird. Allerdings für mich persönlich, vielleicht liegt es auch an der Stelle, wo ich es gerade festgemacht habe, ist es nicht ganz so cool, weil man kann die Sitzbank halt auch einfach runternehmen, ohne dass sie losgeht. Also für mich ist sie noch nicht empfindlich genug. Selbst wenn man sich draufsetzt, geht ja nur dieser leichte Piepton an. Weiß ich nicht. Ich fände es eigentlich, wenn sich jemand auf meinen Quad draufsetzt, dann sollte sie direkt rauspfeffern wie aus einem Wolken. Der soll sich richtig erschrecken, der Typ. Weil er hat einfach nichts an dieser Maschine zu suchen. Oder er, sie, es. Ne? Und deshalb bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde das Ding nochmal ausgiebiger testen, weil das war jetzt zum ersten Mal, dass ich die benutzt habe. Auch in der Praxis, ich werde die auch benutzen, weil ich das zum Beispiel bei der Arbeit benutzen werde. Wenn ich mit dem Quad zur Arbeit fahre, dann steht die auf dem Parkplatz einfach nur und ich kann die leider nicht irgendwie überdacht oder so hinstellen oder in der Garage oder so, die habe ich leider da nicht. Da werde ich das Teil auch aktivieren und irgendwo festmachen und dann mal gucken, wie das sich so schlägt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und halt euch auf dem Laufenden. Und an dieser Stelle würde ich das Video auch für heute schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt so ein paar Informationen bekommen, gerade für die Neueinsteiger. Ich weiß, es ist sehr viel Input. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, einen guten Start in die Saison 2021. Fahrt mir alle vorsichtig, kommt mir alle heil nach Hause. Und in diesem Sinne sage ich, wir sind die Quad Family 31 und sagen Ciao! Be lost to the war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I gotta